So, wir parken jetzt. Wir landen mal hier auf dem Platz, ohne dass wir ein anderes Auto beschädigen. Genau. Genau so landen wir, ohne ein anderes Auto zu beschädigen. Ich meine hier, die Scheibe hier, die ist ja, oder? Ja, die ist das bisschen Scheibe da. Das klebt man dran und easy. Gosha garments and a white three on my body. I'm an icon, man, and my girl about a 10. I should fuck her in the Benz. Niggas say they run my home. Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPDFR mit mir, dem Ratzler. Ja, wir sind wieder in Los Santos, auch wenn es gerade nicht so danach aussieht, aber wir sind hier in den Vinewood Hills, da wo die Schönen und Reichen wohnen. Hier hinten, das sieht man, ist ein Feldweg und die Stadt. Und ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal los. Hier ist die Karre, da sind wir quasi angereist. Und hier steht die Polizeikarre vom schönen LAPD. Und ich würde sagen, wir fahren einfach mal los und gucken, was uns heute so erwartet und begegnet. Hier in Los Angeles bzw. Los Santos. Ich kann es nicht lassen, beide Städtenamen zu sagen, weil irgendwie fühlt sich beides richtig und beides falsch an. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir fahren mal in die Stadt und gucken, was da abgeht. Beziehungsweise auf dem Weg in die Stadt könnten wir eigentlich den hier anhalten. Deswegen, hallo, nicht hier stehen bleiben. Nee. Die fahren da mal bitte auf den Fahrradweg, das hier, glaube ich. Genau, oder zumindest so halbwegs. Das passt ja. So, die Tür machen wir wieder zu. Und dann würde ich sagen, machen wir eine allgemeine Verkehrskontrolle. Einen wunderschönen guten Tag. Ich hätte mal einmal gerne Ihre ID. Gucken, mit wem habe ich es denn hier zu tun? Mit Ben Carner. Okay. Alles klar. Gucken wir mal, wer das ist. Suspended and no active reference. Alles klar. Das heißt, er kommt mit. Steigen Sie bitte aus dem Fahrzeug aus. Ich würde sagen, ich durchsuche sie jetzt einmal. Und dann muss ich sie leider mit auf die Wache nehmen. Ach, ja, okay. Nothing of interest. Okay. Dann kommen Sie mal ein bisschen hier mit. Okay, ich muss ihn, glaube ich. Pass auf, dann nehmen wir sie einfach so fest. Sie werden mitgenommen, weil sie keine gültige Lizenz haben und ich kann sie nicht mitnehmen. Ah, jetzt. Jetzt hat er mir wieder die. Ja, nee, wir haben schon. Nee. Ich kann den nicht. Jetzt kann ich ihn. Okay, perfekt. So. Wir holen für dich einen Transporter. Wieso fahren die hier nicht weiter? Hier ist voll viel Platz auf der Straße. Aber irgendwie denken die so, nö, da komme ich nicht vorbei mit meiner fetten Schüssel. Ja, sie können ruhig, hier weiterfahren, ne? Was machen sie denn da in ihrem Gesicht? Egal. Das kümmert uns jetzt nicht. Oh, sieht das geil aus. Oh, gleich mal ein Bild machen. So, hier, da. So. Oh, da kommt unser Kollege. Und sie werden jetzt mitgenommen. Ihr Auto. Okay, das Auto. Ich dachte schon, das wäre jetzt wieder weggegangen oder so. Aber das Auto geht weg. So, wir durchsuchen auch mal das Auto. Mal gucken, ob der im Auto was drin hat, was nicht da reingehört. Nee. Kofferraum vielleicht. Gucken. Some Beef Jerky. Aber auch nichts Illegales. Ich finde das schön, wie ruhig die sich da hinten einordnen. Also, dass die hier keinen Murren und. Eine Waffe. Okay. Ich finde das schön, dass sie sich hier einordnen. Drug in Progress. Okay, da gehen wir jetzt hin. Wir rufen nur noch schnell den Abschlepper, dann gehen wir da hin. Die reihen sich ein, ohne dass sie sich hinten reinfahren. Ja, guck mal, der eine hupt jetzt zwar, aber das ist sonst vollkommen in Ordnung. Also das ist ja... Ja. Wir übernehmen heute den Part. Die Autofahrer verhalten sich weitergehend ruhig, während die Polizisten wieder ausrasten. Und LSB war abspielt. Oh nö. Okay, alles klar. Müssen wir halt wieder. Ihr kennt ja das mittlerweile. Ich weiß nicht, wieso Subschmidt irgendwas verursacht, diese Probleme. Aber das ist ja zum Glück nicht weiter schlimm. Das ist ja eine Sache von 20 Sekunden, dann ist man eh wieder drin. Ah, dieses News-Heli-Ding hatte letztens was. Vielleicht hau ich das mal raus und probier's dann nochmal.
So machen wir das. Haben wir jetzt Einsätze? Nee, jetzt müssen wir uns ja als Polizist verwandeln. Jetzt muss ich wieder 50 Sachen wegklicken, weil ich nicht geupdatet habe. Weg. 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 So. Achso, auch noch. Hier weg. Alles, alles muss hier geupdatet werden. Vielleicht stürzt auch das wieder eine ganze Zeit ab. Mache ich vielleicht gleich mal. Achso, guck mal, das ist noch aktiv hier. Pass auf, dann gehen wir da hin. So, achso, Drug Deal ist hier, ne? Code 2, nicht Code 3. Gut. Also, wie gesagt, ich glaube, ich hau das mal zur nächsten Folge raus, das Plugin. Das New Sally Ding. Vielleicht ist das doch nicht so unschuldig, wie es scheint. Aber wir gucken jetzt erstmal, hier ist irgendwo ein Drogendeal. Ich schätze ja irgendwo hier in diesem Gebäudekomplex quasi. Auf offener Straße wäre das ja ein bisschen auffällig, ne? Oder hier im Friedhof. Wir müssen auf jeden Fall erstmal einen Parkplatz hier suchen, ja? Wir müssen erstmal irgendwo parken können. Beziehungsweise wir drehen mal hier und fahren da hoch, oder? Das ist, glaube ich, das Gescheiteste, was wir machen können. Wo können wir dann hier irgendwo rechts ranfahren einfach? Was weiß ich, wir fahren jetzt hier rechts ran. So. Achso, jetzt brauche ich wieder die Combat Pistol, ne? Ja, brauche ich. Okay. Alles klar, Monkus. Combat Pistol. So. Dann gucken wir mal, wo der Drogendeal ist. Ich habe ein Gefühl, dass das hier gar nicht mehr aktiv ist. Weil ich habe nämlich gerade einen Einsatz reinbekommen. Aber wir gucken trotzdem mal nach. Einfach das Realismus ist halber. So, ist da hier unten. Hier unten ist der perfekte Drogendealplatz, oder? Weißt du, das ist kein Spielplatz mehr, das ist ein Dealplatz. Das ist hier oben irgendwas. Oben? Oben ist nix, oder? Nee, ich glaube, die haben sich schon verzogen. Ich glaube, da ist nicht mehr viel zu holen an Verbrechern. Kann natürlich sein, dass sie auf dem Friedhof da hinten sind, aber ich glaube, wir können den Einsatz getrost liegen lassen. Das hat sich schon leider geklärt. Wir sind nicht rechtzeitig erschienen. Gut. Das ist blöd. Aber naja, da kann man nichts machen. Was soll ich? Komm, ich scheiß mal jetzt hier auf, ums Gebäude rumgehen. Das dauert mir jetzt zu lange. Wir springen aber mal wie Gangster einfach hier über die Mauer. So. Okay, gut, dann hat sich der Einsatz erledigt. Jetzt haben wir Arson, das ist Brandstiftung. Nee, Brandstiftung möchte ich nicht. Irgendwas macht die Geräusche. Also irgendjemand hat die Sirene an da oben. Okay, egal. Haben wir sonst noch was? Petrol Theft. Läuft auf selbe hinaus. Aber den habe ich, glaube ich, noch nie angenommen. Dann nehmen wir den mal an. Code 2. Okay, alles klar. Sind wir eh schon drin? Heißt, da müssen wir nichts mehr ändern. Und jetzt fahren wir dann Code 2 ins Geschmeidig hin. Gucken, dass wir hier vorbeikommen. Da unten. Ah, es ist wieder. Okay, das ist quasi dasselbe. Aber das kenne ich persönlich noch nicht, glaube ich. Vielleicht habe ich es mal immer in einer Folge gemacht, aber ich glaube, sonst. Sonst kenne ich das eigentlich nicht. Na gut, wir machen es auch mal. Ja, so, wir parken. Ja. So. Guten Tag, Y. Police, I need the police. Some prick just nicked some of my fuel. Please catch them, officer. Times are tough. My CCTV is out of order, but I've memorized the vehicle's details. The vehicle was a black-colored Akuma. Ah, Motorrad, oder? Akuma war soweit ich weiß Motorrad. They took off in that direction. Okay. Da gucken wir mal, was wir machen können. Na, Akuma ist ein Motorrad, soweit ich weiß. Ja doch, das ist ein Motorrad. Na, dann gucken wir mal. Das hier ist keine Akuma. Ist das eine Akuma? Ich glaube nicht. Ein Motorrad in GTA ist so bei mir so das, wo ich mich nicht auskenne. Da vorne ist ein Motorrad. Das könnte es sein. Jetzt fahren wir natürlich aus Los Santos raus, beziehungsweise aus Los Angeles. Aber da machst du jetzt nichts. Oh Gott. Lass mich mal durchfahren hier. Da unten. Okay, wir kommen hier nicht runter. Wir müssen mal eben mit Sondersignal gegenüberfahren. Und gucken mal, dass wir hier irgendwie runterkommen. Das bloß nicht aus den Augen verlieren. Komm, wir schneiden den Weg ab, wenn das geht. Indem wir hier runterfahren, aber das bringt glaube ich nichts, oder? Naja, jetzt haben wir uns ins Ausmanövriert. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut.
Wie kommen wir jetzt da lang? Das aktualisiert sich auch nicht mehr, ne? Da oben jetzt oder da hinten am Weg. Okay, perfekt. So. Ist hier irgendwas? Ist der vielleicht da hinten? Hier ist auch nix. Hä? Wo ist denn der? Jetzt ist er da vorne. Okay, da vorne muss er jetzt sein. Da vorne ist er. Wir machen die Sirene an. Und halten den dann mal an. Hoffentlich leistet er keine... Irgendwie übersetzt er sich nicht. Fahren Sie. Da vorne im Schwarzen. Sie bleiben stehen. Achso, der ist schon stehen geblieben. Okay, er fährt weg. Wir von Air Support und Local Patrol. Und verfolgen dann. So, ja, weit kommt er, glaube ich, nicht. Der hat ein Motorrad und das ist auch nicht allzu schnell. Außerdem fährt er mega langsam. Ja, wir können jetzt halt nicht so gut schießen, weil die Gefahr, dass wir ihn da treffen, ist recht hoch. Und dann haust du ihn von dem Teil runter. Das ist ja nicht unsere Absicht. Aber vielleicht hält er... was war das denn? Alter, what the fuck? Voll die geilen Moonwalk-Fähigkeiten. Ey. Wir könnten Taser probieren. Der fährt so langsam. Na, jetzt fährt er aber schneller. Wir hätten gerade... Jetzt fährt... Warte, wir müssen aber langsam und dann tasern. Weißt du, dann ist das nicht so schlimm. Beziehungsweise probieren den Vorderreifen zu... oder den Hinterreifen zu tasern. Oder brennt der hinten? Ne, das ist die Kleidung, die wackelt. Das sieht aus, als wenn da eine Flamme wäre. Oh Gott, das ist jetzt sehr gefährlich. Aber es geht nicht an. Er ist perfekt am getroffen. Ja, jetzt haben wir ihn eh. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der sich dreht oder so. Außerdem kann der jetzt kein Gas mehr geben. Wir können auch einen Vorderreifen zerschießen. Und das wird's knapp. Ah, komm. Perfekt. Ja, jetzt haben wir ihn auf jeden Fall. Den haben wir. Wir müssen echt nur noch warten, bis der irgendwie einen Fehler macht. Beziehungsweise, komm, wir machen das mal ein bisschen schneller. Wir drängen den mal ein bisschen weg hier. Komm. Komm. Gehen Sie vom Motorrad. Nehmen Sie die Hände hoch. Und gehen Sie auf den Boden. Gehen Sie auf den Boden. Sie haben eine etwas komische Mütze an, die ein bisschen zu groß für den Kopf ist. Aber das ist uns jetzt egal. Wir nehmen sie jetzt fest. Guck mal, das war ja gar nicht mal so ein riesen Aufgebot. Ich dachte, wir haben jetzt wieder 5 Polizisten hinter uns. Das waren nur 2. Alter, was ist mit dem hier passiert, Alter? Was hat denn der gemacht? Egal. So. Wahrscheinlich haben wir Kratzer im Auto, oder? Ja, wir haben Kratzer. Wir haben sogar recht viele Kratzer dafür, dass es so langsam war. Wir schleppen das Ding hier mal ab. Ohne Reifen fährt es halt eben nicht so gut. So, ja, wir haben ja aber echt ein paar Lackschäden und ich glaube sogar eine Delle, oder? Das ist ein bisschen eingedreht hier hinten. Wenn nicht sogar noch mehr... Okay, ja gut, den kriegen wir eh nicht mehr. Ah. Ich glaube sonst noch Kratzer. Hinten eine Delle, aber sonst noch Kratzer. Dann kommt schon unser Motorraddingsel. Ich glaube, das kann der alleine, oder? Dann fahren wir mal wieder weiter. Wir haben mal was Besseres zu tun, als ein Motorrad zu beaufsichtigen. Was wir aber auf jeden Fall machen dürfen, ist unser Auto reparieren. Das machen wir auch gleich mal. Was sind wir hier? Irgendwie ist es blöd. Ich wollte nach Los Santos wieder. Merke ich gerade. Gut, dann drehen wir halt mal um. Vorsichtig. Danke. Gut. Fahren wir jetzt in der Geschwindigkeit nach Los Santos oder überholen wir? Wir können natürlich auch... Was ist denn das hier? Ist das hier... Ist das... Hier ist ja Los Santos County, oder? Hier sieht das alles. Erst hier beginnt doch Blaine County da oben. Das hier alles ist ja noch Los Santos County. Das heißt, es wäre vollkommen legitim, wenn wir jetzt hier rechts oder links abbiegen würden und hier auch ein bisschen Streife fahren. Das heißt, das machen wir jetzt einfach mal. Gucken mal, was abgeht. Missing Person. Okay, das machen wir mal. Missing Person, no GPS Signal detected. Roger, okay, in Tongva Hills, alles klar. Alles auch, also, Herr Blaine County? Das ist doch nicht Blaine. Ach doch, das ist Blaine County, okay, unten steht's ja. Hm.
Jetzt sind wir Los Santos County. Ja, okay, dann ist hier die Grenze scheinbar. Gut zu wissen. Wir machen mal. Wir fahren mal mit Sondersignalen, oder? Vermisste Person ist vielleicht ein bisschen dringend. Als dass man da jetzt ohne Sondersignale fahren könnte. Oh, das ist ein Sprühflugzeug. Nee, ist gar kein Sprühflugzeug, das ist ein Stuntflugzeug. Egal. Oh, ich liebe, also die Stelle hier liebe ich in GTA fast am meisten. Weil das hier so viel mit Weinbergen und so, und das sieht alles so schön aus und es blüht alles und der Fluss hier und haha, alles so schön, wäre hier nicht eine vermisste Person. Was sollen die in diesem riesigen Umkreis hier finden, Alter? Oh, das tut mir leid. Ups. Gut, wir machen mal aus. Da ist ein Sprühflugzeug. Okay, wie gehen wir da jetzt vor? Wir fahren, glaube ich, einfach erstmal die Straße lang, weil sonst sind wir ja noch. Wir müssen ja irgendwie System haben. Head up the creek. Hier ist das Activity Center da für den Fluss. Das ist aber unser. Da ist der Suchradius vorbei. Wenn man hier. Im Endeffekt müsste man Helikopter anfordern, beziehungsweise dann selber fliegen und damit hier ein bisschen drüber fliegen. Ich glaube, das machen wir jetzt auch mal, oder? Dass wir mal ein bisschen andere. Was anderes haben. Gucken wir mal, dann fahren wir hier mal hin. Einfach mal, um das ein bisschen realistisch zu halten. Parken hier ein, safen das Auto, das ist nicht despawned. Wo geht denn das nochmal? Ich glaube, das geht. Vehicle, saved vehicle, da. So, dann despawnt das nämlich nicht mehr. Und dann würde ich sagen, holen wir uns einen Helikopter, oder? Das ist jetzt zwar ein bisschen unrealistisch, wie wir uns den beschaffen. Aber, andere Möglichkeit sehe ich nicht, weil die Berge da, die kommen hier niemals. Also, die kommen hier niemals mit dem Auto hoch. Deswegen tun wir es einfach so, als wenn das hier im High Emergency ist, quasi. Und wir unbedingt einen Helikopter anfordern müssen, der dann hier einfach gelandet ist, ne? So, pff. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier die Person finden. Ist ja hier am. Ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwo am Fluss ist. Beziehungsweise hier auf dem Berg. Weil ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie da hinten irgendwo ist. Oh Gott. Ja, ich repariere nochmal kurz. Heute mal ein bisschen cheaterig unterwegs. Ich weiß. So, jetzt checken wir erstmal die Seite hier vom Fluss. Einfach, dass wir das schon fertig haben. Muss natürlich auch ein bisschen nach unten gehen, weil sonst sehen wir hier gar nichts. Ich glaube, hier ist nichts. Ich glaube, auf der Seite hier ist nichts. Nee, sieht nicht nach irgendwas Wichtigem aus. Das heißt, wir gucken die andere Seite mal. Und gucken mal, ob wir hier was finden. Ja, ich glaube, der hat mir schon damals nicht gefunden, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, wir haben die schon damals nicht gefunden, als sie da hinten, da hinten auf dem Berg war. War das der Berg? Ich glaube, das war der Berg da hinten, der große. Da haben wir auch schon nichts gefunden. Dennoch werde ich natürlich suchen. Gucken, ob wir da irgendwie Spuren haben, wo diese Person steckt. Könnte natürlich auch einfach unter einem Baum liegen, ne? Das weiß jetzt halt keiner. Hier ist eine ausgetrocknete Bäche, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich sehe auch in diesem Mal keine Person. Ich glaube, wir landen hier nochmal, oder? Vielleicht hier irgendwie in so einer Bucht, wo man nicht sofort sieht aus dem Winkel. Hier am Hang vielleicht. Ist vielleicht hier gestürzt oder so. Aber ich glaube, wir haben hier auf den ersten Blick zumindest nichts. Deswegen, wir landen mal unten, also quasi hier.
und arbeiten uns dann ein bisschen nach oben vor. Jetzt müssen wir nur gucken, wie kann man hier landen, dass wir es nicht gleich ins Ausmanövrieren. Oh, auf jeden Fall ein bisschen sanfter als so. Okay, kann man hier landen? Geht das? Geht das? Geht das? Geht das? Geht das? Das geht nicht. Das geht nicht. Ah, wir müssen abheben. Oh Gott. Ah. Okay. Wir landen vielleicht doch nicht. Wir gucken vielleicht doch nochmal einfach. Vielleicht ist hier am Bach oder so. Hier irgendwas. Ich glaube, wir müssen hier abbrechen, oder? Ich glaube, wir müssen abbrechen. Also auch dieses Mal finde ich keine vermisste Person. Ich weiß nicht, entweder wir suchen oder ich suche zu unsauber oder ich bin einfach nur blind. Oder das ist wirklich keine Person. Auf jeden Fall sieht es für mich gerade aus, als dass hier keine Person wäre. Ah, wieso gibt er kein Gas? Okay, jetzt. Aber ich bin zu leicht auf die Shift-Taste gegangen, als dass der Gas gibt. So, haben wir hier was? Nö. Habe ich mir ein Flugzeug? Gut, dann würde ich sagen, wir landen mal wieder an unserem Auto. Hoffentlich ist es noch da, weil ich habe gesehen, das Safe Vehicle da funktioniert nicht zuverlässig. Ne? Hier auch nichts. Gut, da müssten dann vielleicht nochmal die Kollegen gucken. Als wir jetzt alleine. So, wir parken jetzt. Wir landen mal hier auf dem Platz, ohne dass wir ein anderes Auto beschädigen. Genau. Genau so landen wir, ohne ein anderes Auto zu beschädigen. Ich meine hier, die Scheibe hier, die ist ja, oder? Ja, die ist ein bisschen Scheibe da. Das klebt man dran und easy. Na gut, Leute, ich würde sagen, das ist ein komisches Ende. Das fand ich irgendwie eine komische Folge heute. Heute war eine komische Folge. Aber wir sind wieder am Ende. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben oder abonniert mich. Wir sehen uns in einer weiteren Folge wieder am Montag. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Tschüss.